Behind-the-Scenes-Folge 4 von 7 vs. Wild Staffel 3 ist draußen und wir werden uns das Ganze heute gemeinsam anschauen. Der Titel, finde ich, klingt schon ziemlich Clickbait. Katastrophe kurz vor der Aussetzung und finaler Flascheninhalt. Gut, finaler Flascheninhalt werden wir sehen, aber Katastrophe kurz vor der Aussetzung. Da bin ich mal gespannt, wie sehr das Clickbait ist und wie sehr wir da wirklich eine Katastrophe erleben. Aber genug geredet, rein in die Folge. Dieser Tag, ich schwör's euch, bei der Hinreise mit Bussen, Fähren, Fliegern, dass ich nicht mehr wusste, bin ich jetzt immer noch hier, Vancouver Island, bin ich auf einer Insel und ich kann dir heute noch nicht sagen, wo bei Google Maps ich wirklich war. Sag, meine Frau sagt letztens, zeig mal noch mal bei Google Maps, wo waren wir da? Ich weiß es nicht. Jochen spricht Ruhe. Die letzten 24 Stunden brechen an. Unsere Kandidaten finden keine Ruhe. Es stehen eine Menge Briefings an. Unser Motto ist Go Hard or Go Home. Verhalten in Notsituationen, Umgang mit der neuen Technik. Was ist final in den Flaschen gelandet? Wir packen jetzt die perfekte Flasche. Ich weiß weiterhin überhaupt nichts. Weil alles, was wir jetzt noch frei haben, schütten wir schön mit Gemüsebrühe auf. Und als wäre das alles nicht genug. Wenige Stunden vor der Aussetzung steht Seven vs. Wild vor dem Aus. Wir arbeiten da fieberhafter, wir werden nicht viel schlafen. Ich sag's ganz ehrlich, für mich ist das absolute Vollkatastrophe raus. All das und viel mehr in Folge 4 Behind the Scenes. Ach, das war die Sache mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der eigentliche Teilnehmer, der Partner von Joel Kelly hieß. Ich glaube, das war das. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr gespoilert. 48 Stunden. Eine Knasse. Welcome, welcome, welcome. Im Making of Dave ist da. Oh, die Maschine ist wieder da. Wir haben gerade den Formcheck gemacht. Hoffentlich reichen die Batterien. Mach du bei mir als Erster. Setz dich hin. Ich mach dir alles weg. Alles wie Snapper. Immer hoch und da, wo die Kante ist, einfach weg. Ich mach Pima down. Kein Friseur. Ja, geht. Gerade Linie, okay? Ja, die ist. Gerade Linie, Mann! Schau dich mal! Die ist gerade. Scheiße. Und? Das ist super, aber ich will da wirklich so. Noch höher! 60.000 Zuschauer. 17 Euro macht das. Pass auf, das Haare am Ohr hier. Boah, das schaut gut aus. Sieht richtig schön aus, der Mann. Sieht wunderbar aus, jetzt bin ich dran. Wunderbärchen. Jetzt? Bereit? Seven in the Wild, Alter. Nicht zu hoch! Nicht zu hoch! Alter, mein Klossi ist es ja. Wie soll ich so los? Ich brauch 3 Turbo 10 Batterien. Wo kriegen wir 10 Batterien her? Verdammte Kacke, Sascha, was haben wir jetzt gemacht? Batterien! Batterien! Are you ready to rumble? Let's go! Boah! Alter. Ah, 2 Wochen! Nach 3 Tagen von der Business hinten Party ratatatata. Taktischer Modus an. Waren jetzt 1,5 Stunden zu einer Frau, die uns beibringt, was wir essen können und was nicht. Außer ich wurde verarscht, dann ist beides witzig. Zeit zu entspannen haben unsere Kandidaten nicht. Das erste Treffen mit den First Nations sieht entspannt aus. Wertvolle und wichtige Informationen werden vermittelt. Diese sollen ihnen helfen, die 14 Tage in der Wildnis auf ihrem heiligen Land zu überleben. Ja, Freunde, wir sind hier gerade in einem Art Nationalpark. Eine Frau von den Einheimischen, also eine Frau und ein Mann, geben uns hier eine kleine Führung, zeigen uns ein paar Pflanzen, teilen mit uns ein bisschen Wissen hier generell die Natur und so. Das ist bis jetzt sehr spannend. Hey Mann, in eigener Sache. So viel Zeit muss sein. Entschuldige bitte. Stimmt, den hatten sie in der ersten Folge, glaube ich, hatten sie vergessen. Ja, da haben sie alle vorgestellt, außer Reese. Da gab es noch ein bisschen Shitstorm, auch so von Presse, sozialen Medien und so weiter. Und deswegen musste ich jetzt nachholen. Alec Wassam, Alas Del Kaya. I said to you, good day. Lachen die gerade wirklich?
Ich finde das ein bisschen wie eine Heidelbeere, oder? Ich glaube, du hast eine Soße bekommen. Schmeckt ein bisschen wie... Warte, seid ihr irre? Meine ist Noto übel lecker. Meine ist auch übel lecker, ich hätte die gegessen jetzt. Oh, wunderbar. Ja, wunderbar. Wunderbar. Also das, da haben wir endlich das Toilettenpapier für die Wildnis, so, ist gefunden. Das ist dreilagig. Das ist richtig weich, also hier sind normal Beeren dran. Bruder, ich glaube, das Schlimmste wird, wenn du nachts da liegst, Junge, am Ende bist, auf einmal hörst du so ein Schnüffeln. The worst thing you could do is run with any animal. You are just saying, I am prey, come and eat me. Ja, selbst wenn ein Bär nachts an den Shelter kommt, heißt es ja nicht gleich, dass er dich killt. Wildtiere blende ich erstmal komplett aus. Neben ihrer Geschichte und ihrer Kultur. Das ist immer eine gute Einstellung. Ja, es heißt nicht, dass er ihn gleich killt, aber Wildtiere blende ich erstmal komplett aus. Also erstmal musst du essen. Ich weiß nicht, ob du dich da vegan ernähren willst. Gut, einen Bär würde ich jetzt nicht jagen, aber Fische zum Beispiel, das sind auch Wildtiere. Und ich würde nie ein wildes Tier unterschätzen, oder ich würde allgemein nie ein Tier unterschätzen, weil Tiere haben so viel Kraft, weil die sind noch im der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich Wohlstand erarbeitet hat, sage ich mal. Und das andere sind dann natürlich Haustiere, die irgendwie, keine Ahnung, fett gefüttert werden oder was weiß ich. Aber Tiere in der Wildnis bestehen aus nur so viel Fett, wie sie wirklich brauchen. Bei Bären im Winterschlaf, natürlich haben die da viel Fett, weil sie da Reserven brauchen. Beispielsweise, aber ansonsten haben Tiere quasi kein Fett. Das heißt, es ist alles Muskeln. Tour vermitteln die First Nations wertvolles Wissen über die Flora und Fauna von Kanada. Mit dem gesammelten Wissen fahren die Kandidaten zurück ins Hotel. Mit wenig Schlaf nach einer kurzen Nacht bricht für sie ein letzter Tag in der Zivilisation an. Es sind jetzt 24 Stunden Voraussetzung. 18. Jetzt geht's los. Fuck off. Guten Morgen, Freunde. Wir haben gerade 5 Uhr. Jetzt geht's los. Und wir ziehen jetzt, glaube ich, um ins neue Hotel, neue Gebiet. Wir sind alle komplett fertig, ey. Gerade noch so alles zusammengepackt. 5:06. Die Flasche ist irgendwie in 3 Koffern verstreut. Ist es 5:06 ist bei wem? In welche Richtung ist der Jetlag, wenn in den USA Mittag ist hier abends. Das heißt, hier wäre es dann mittags jetzt. Genau. Also, das heißt, wenn die den Jetlag noch nicht überwunden haben, müssten sie jetzt eigentlich fit sein um 5 Uhr in der Früh, weil da wäre es bei uns, je nachdem, wo sie sind, gut, die sind an der Westküste, das heißt plus 8 Stunden, das heißt, es wäre da irgendwie 1, also 13 Uhr. Dann müssen sie eigentlich jetzt topfit sein, außer sie haben natürlich den Jetlag schon überwunden. Ja, Hälfte vergessen wahrscheinlich. Ja. Das hier sind die Teilnehmer-Cases. Die müssen wir gleich noch einmal zu Ende packen. Da fehlen nämlich noch Powerbanks, die werden gerade geladen. Aber soweit alle vollständig. Die kommen jetzt mit hoch auf die Insel. Jetzt aber schnell. Dann machen wir mal rein. Erst ein Päuschen. Wow. Das ist das Problem. Holy shit. Die Reise nach Vancouver Island geht weiter. Nach einer frühmorgendlichen Busfahrt geht es weiter auf die... Es schaut relativ warm aus irgendwie, weil wenn die so... Er läuft im T-Shirt sogar rum. Fähre. Doch Ausruhen steht nach wie vor nicht auf dem Programm. Die ersten Briefings stehen bevor. Passt da wirklich drauf. Ihr seid 14 Tage draußen. Irgendwann lassen die Nerven, die Gedanken, alles nach. Versucht immer einen klaren Kopf zu behalten. Jetzt wird abgebunden. Wichtig, ganz klar, für die Vaskularität. Für was denn sonst? Ja. Holy shit, da sieht kein einziger mehr. Es wird so festgezogen, wie es der Knebel zulässt, sind die Atemwege frei. Kommt in den Mund rein, hat er irgendwie dann noch Beben drin oder sonst was. Das muss richtig, weil sonst hält es nicht. Okay, funktioniert auf jeden Fall. So ist es. Wir sind gemacht für die Natur, um zu zeigen, dass wenn auch wir es können, dass du es auch kannst. Improvisation. Improvisation. Ja, ich bin wieder am Leben. Oh, weißt du, ich weiß schon, ich Sascha wiederbeleben.
Super, bin ich da. Bei dem medizinischen Briefing geht es darum, die Kandidaten auf einen möglichen Ernstfall vorzubereiten. Technisch, aber auch vor allem mental. Unser Team vermittelt, wie die Kandidaten feststellen können, ob und was für eine Verletzung vorliegt und wie sie damit umgehen. Unter anderem bei möglichen Fehlstellungen von Körperteilen, starken Blutungen oder allergische Reaktionen. Au. Zum Beispiel stabile Seitenlage, Tourniquet-Kontrolle, Schockverlagerung oder auch der Umgang mit dem EpiPen. Darüber hinaus bekommen die Kandidaten eine Einführung in das Medikit und ein Briefing für effiziente Kommunikation beim Absetzen eines Notrufs. Medikit, stopp. Wir müssen einmal zurück. Medikit, schauen wir uns das doch mal an. Handschuhe, Schere, EpiPen, Verbandtuch, Verbandpäckchen, Kompressen, Mullbinden. Medikit war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sobald es aufgemacht wird, ist Abbruch. Ja, glaube ich, war soweit. Kompressen, Mullbinden, Rettungsdecke, Kältekompresse, Finistil zum Trinken. Aha, interessant. Also das ist, nur um es klarzustellen, das ist nicht so ein Finistil, das wahrscheinlich jeder kennt, dass man sich so auf die Mückenstiche draufschreibt, sondern es ist, Mückenstich ist ja auch nur eine Reaktion des Körpers. Und dieses Finistil ist wirklich gegen heftigste Reaktionen, gegen allergische Reaktionen oder gegen Ausschläge oder what auch ever. Tourniquet kenne ich nicht. Celestamin Liquidum klingt, weiß ich auch nicht, nach irgendeiner Notfall-Tablette oder so. Kurzanleitung für Notfallverhalten. Nochmal eine Anleitung. Okay. Absetzen eines Notrufs. Die Kandidaten waren sehr interessiert. Und ich hoffe, das rettet irgendwie das Leben. Wäre geil. Hey, bei sowas frage ich mich auch immer. Also, ist es da wichtig, dass du einen Deutschen mitnimmst? Weil es wird natürlich die Kosten schmälern, wenn du einen Einheimischen, der Sanitäter ist oder Arzt oder was weiß ich, der das da macht. Weil der könnte es wahrscheinlich genauso gut erklären, der kennt sogar die Flora und Fauna besser dort, kann die da besser drauf vorbereiten. Und es wird halt definitiv Kosten sparen. Schaut euch mal den Gesichtsausdruck von Sascha hier und Knossi an. Knossi ist sehr geil. Und Fritz sagt sich nur, Was macht der da? Oh, Bär, hey, Bär. Ja. Oh, Bär. Ah, Joey. Alter, die haben alle einen Dachschaden. Für die Kandidaten mit dem Bus weiter nach Campbell River. Meister, hi. Die letzte Station vor der Aussetzung. In nicht einmal 24 Stunden. Hat sie eigentlich einen Onesie an? Das schaut einfach aus wie so ein Onesie-Schlafanzug. Ja. Mein Sohn, der rockt das und das Sascha. Die rocken das, die machen das, die beiden. Super Mutter, ja, also. Das ist Mama Knossi. Die rocken das, die machen das, die beiden. Mama und Papa Super Knossi Mutter. Wahrscheinlich. Ja, also. Gemeinsam sind wir stark. Tschüss. Sascha, du passt auf meinen Sohn auf. Na, selbstverständlich. Das wird eine einmalige Erfahrung. Das verbindet uns für immer. Treffen wir auf den Bär ist auch was Besonderes. Und auch ohne Bär wird es sowas Besonderes werden. Danke, dass du das hast. Ich würde nicht hoffen, auf einen Bär zu treffen. Nochmal für die Nominierung. Echt. Von Tag 1 auf wird es hart. Ihr werdet sehr viele Tiere sehen. Dass ihr den Camcorder habt, wird echt geil. Also, dass ihr das alles richtig schön ranzoomen könnt. Jeder Spot hat Vor-, jeder Spot hat Nachteile. Sagen, dass Leute, die ein bisschen anfängermäßig sind, dass die einen einfachen Spot bekommen, oder? Ich habe die Spots aufgeschrieben, irgendwelche Namen rein. Einfach random? Es ist dann so, so haben wir es gelassen, weil wir es dann entscheiden mussten wegen der ganzen Logistik, die morgen passiert. Das ist nice, weil dann ist es halt nicht das, weißt du, ich glaube, das ist sonst scheiße, wenn dann halt einer hat so einen übelst einfachen Spot und dann sagen alle, ja gut, die haben halt den einfachen Spot bekommen, weil das sind die, Larrys. Also die Gamer. Das kann nicht alles passieren. Und es ist auch so, verschiedene Herangehensweisen an die Spots machen ihn auch unterschiedlich schwer. Verschiedene Wege, die ihr an den Spots nehmt, machen ihn unterschiedlich schwer. Aber ihr könnt diese Wege vorher nicht einsehen. Ist der jetzt leichter als der andere? Das ist halt
wie in so einem Labyrinth da. Deine Prediction, wie viele Teams kommen durch? 14 Tage. Das ist alles gut. Einmal brauchen 5. 5. Oh, also ja, doch. Das geht ja dann. Habe ich gut geraten. Mit dem Brain seid ihr schon die 14 Tage durch. So, und ich glaube, bevor ihr aufgebt, zieht ihr einfach noch dann die nächsten Tage durch, obwohl es euch fucking schlecht geht. Einfach durch. Wenn dann eine Sauna ist, lass mal alle vorher nochmal nackt da reingehen. Finde ich, das ist eine geile Teambuilding-Aktivität. Nochmal schön ein paar Männer einfach einen geilen Abend haben. So, oh, das arme Damen-Team. Würdest du nicht mit in die Sauna kommen? Max hasst das. Sag mir, was? Ich will euch alle nicht nackt sehen. Warum? Weiß ich nicht. Ja? Das ist total schlimm für dich oder Rumatra oder Sascha oder Knossi. Oh, Sascha. Das Ding ist, Sascha hat wahrscheinlich so eine Überkeule. Ja, Sascha nicht. Okay, Sascha lege ich zurück. Welches Briefing ist morgen noch? Das auch noch. Max, stell dir vor, du hast jetzt 4 Tage nicht gegessen, ja? Ja, ja. Guckst du in den Wald und du siehst ihn da an einem Baum stehen. Ey, ihr werdet euch so auf den Sack gehen, das ist so geil. Und ich glaub auch. Oh Mann, ey. Endlich am Hotel angekommen. Bevor sie sich Essen aus der Natur selbst beschaffen müssen, ein letzter Ausflug ins Restaurant. Wenn wir uns in eine Reihe setzen, dann kracht das Universum zusammen. Da wird alles eingesaugt. Lass doch da direkt in diesen Japanese Korean Cuisine. Oh, direkt da in dieses Grüne rein. Japanese Korean. Oh, Google, geh mal schnell, rein. Google schnell. Google schnell, ob der lecker ist. Alles höre ich da Japanese Cuisine? Ja, wirklich. Ich könnte das auch noch 2 Wochen durchziehen, einfach mit den Jungs jeden Tag so ein Sightseeing machen, weißt du? Das wäre auch geil. Ich bring nach 2 Tagen ab und mache einfach nur Sightseeing dann noch. Irgendwo muss ja auch das Behind the Scenes zustande kommen, dass Leute halt abbrechen und dann danach noch was machen. Ey Leute, da fehlt der Minecraft-Song. Leute, lass alle auf dem Markt essen gucken und nicht lachen. Das ist der letzte Mal. Das ist so ein Scheiß, Alter. Ich dachte, ich hab hier irgendwas Vegetarisches. Das sieht so scheiße aus, Bro. Nimm deine Gabel aus meinem Essen. Ah, das ist heiß. Weißt du, da will man einmal helfen. So cool. Can we squeeze in? Oh, thank you very much. Thank you. You saved the day. Where are you from? From Germany. Lovely. What are you gonna do? We are doing a survival show for YouTube here. No shit. No shit. Thank you very much. No problem, thank you very much. You saved the day. Of course. Leute, ich sag euch doch, wir machen an. Wie cool, das no war joke. Wirklich super. So toll. Das war wirklich komplett. Wir sind per Anhalter gefahren. Hast du das gesehen, Fritz? Geil. Wir sind per Anhalter gekommen. 10 von 10 essen. Geisteskrank geiler Japaner. Geisteskrank geiler Japaner. It was at this moment that he knew he fucked up. Bist du am Kotzen? Ja, das heißt. Oh no. Ja, ein bisschen so. Wir haben. Die anderen wollten unbedingt zum Japaner. Oh shit. Safe. Bisschen kotzen. Jetzt haben wir noch einen Fußweg gehabt. Ich habe jetzt 13.500 Schritte. Und jetzt mal einen kleinen Powernap. Gute Nacht. Drama. Trimix hat mich gerade angerufen. Rumatra ist im Zimmer eingeschlafen und macht die Tür nicht mehr auf. Und die müssen ihre Flasche vorbereiten fürs Bett. Ich hoffe, wir kriegen den gleich irgendwie was. Oh Mann. Ein Problem. Auch mit den Briefings. Das Kamera- und Technik-Case hat ein massives Update bekommen. Um dieses Jahr keine Aufnahmen von wilden Tieren zu verpassen. Oh, geil, ey. Neben den Neues. 2 GoPros, gutes normalen Camcorder. Geil. Kopflampen auch schon. 2 Wildkameras, auch natürlich nice. Gut, SD-Karten, Backup-SD-Karten, GoPro-Akkus, Headstraps, Handgriff. GoPro-Mounts. Notfall-Akkus, 16 Batterien für die Kopflampen. Das ist ja richtig. Also vor allem die. Also so viel Upgrade ist es doch gar nicht. Mal ehrlich, also die GoPros, dann sind doch E2 dabei. Der Camcorder ist neu. Kopflampen, natürlich brauchen sie da 2, da hatten sie eine davor. Wildkameras, die sind neu. Gut, und der Rest ist einfach nur, war schon, also die Wildkameras sind neu, okay, ja gut. Kannst du dir einfach übers Zelt hängen und dann schauen, was da nachts passiert. Und gut, wahrscheinlich ist es die neueste GoPro halt, die ist halt eine Version neuer. Camcorder ist halt geil zum Hinzoomen. GoPros, diversem Zubehör, noch weitere Kameras.
Wir wollen auf jeden Fall die Briefings heute Abend ein bisschen entzerren, damit die nicht alles auf einmal kriegen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, 101-Kamera-Briefings mit den Teilnehmern zu machen, sodass wir jetzt mit unseren Sachen losziehen und die einzelnen Teams abgrasen und den Hands-on die Kameras und das ganze Equipment erklären, damit die heute Abend auch noch ein Auge zukriegen. Es kam, wie es kommen musste. Ich habe Romatra 5-mal geweckt. Immer wieder. Er dachte, er macht nur kurz einen Powernap. Ich bin 20-mal angerufen, ich kriege ihn nicht geweckt. Der wird heute Nacht nicht schlafen können. Er hat das Jetlag nicht überstanden, aber die Rezeption hilft jetzt. Hallo, Romatra? Du hast 2 Stunden gepennt. Ja, bis gleich. Moin. Ich hab Klima ausgemacht. Da ist alles drin. Ich mach einmal ganz schnell ein Overview. Moin. Servus. Servus. Boah, no joke, das erste Zimmer, was angenehm riecht. Holy shit. Die anderen haben alle Puma-Käfig. Bro, so ein Mock in der Luft. Kurzer Überblick. Wir haben 2-mal GoPro 11 diesmal. Mit Headstrap, mit Gorillaport, wie ihr es vom letzten Jahr kennt. Selbes Prinzip. 2,7K, 60. Okay. Neu auf dieses Jahr. 2 Wildkameras. Ach, das ist schon die Kamera. Mhm. Ich dachte auch, die kommt da rein. Ja. Einmal öffnen. Einmal auf On schieben. Ah. Ich schiebe die einmal auf On und lasse die für immer On. Okay. Die hat genug Akku, die hat genug Batterien, die löst ja eh nur nachts aus. Okay. Ist halt geil zu sehen, so nachts, was da so passiert ist nachts. Dann habt ihr diesmal den AX53 Camcorder dabei. Das ist so Home-Movie-Shit, Alter. Das ist so die ersten Aufnahmen von einem als Kind, so. Die wurden so gefilmt. Das sieht aus, als wäre das so dein Auge da vorne dran. Aus Seven in the Wilds wird jetzt nachts für uns Blair Witch Project. Boah, deine Augen wie Gollum, Bro. Ja. Shit. Boah, ich dachte, das ist krass. Ihr spinnt doch, ihr wollt eine Horrorshow machen. Deine Augen. Game, ist keine Ahnung, wie das ausgeschaut hat. Hast du dich ja gesehen? Das Wichtigste im ganzen Case sind die SD-Karten. Nehmt mal in die Hand. Okay. Was ist mit einem Wolf? Wie wehrt man sich gegen Wolf? Ich würde auf jeden Fall Roundhouse Kick versuchen. Sascha! Von hinten machst schon das Ding an. Siehst mich so, machst von hinten. Musst hin. Haust dir den Headstrap drauf, lässt die Kamera auf dem Stativ stehen, rennst los. Weißt du, der Zoom ist drauf, siehst mich von vorne, wie du reingehst. Und wir haben die beste Qualität an Show geliefert wieder. Wir haben alles drauf. Ja. Zum Aus. 14 Reihen förmlich. Hier sind gelabelt mit 1A für GoPro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf jeder 8, steht 9, der Tag 10, nochmal 11, drauf. 12, 13, 14. Die sind alle gelabelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Bis 14. Und wir fangen schon, während ihr draußen seid, an zu schneiden und zu sichten. Das haben wir dieses Jahr gelöst, indem es einen flexiblen Briefkasten gibt, wo ihr an Tag 4, 8 und 12 die SD-Karten reinwerft. Weil dann fangen wir ab 12 Uhr rauszuholen und können sicherstellen, dass wir uns nicht begegnen. Idioten sicher machen für uns, dass wir es sehen. Ja. Dann euch so nah wie möglich dran stellen, einmal den Code SD-Karte wechseln, bei uns ploppen die Koordinaten auf und das ist dann der Briefkasten. Schickt diesen InReach-Code ab, wir wissen genau, wo ihr den Briefkasten platziert habt. Jeden Tag, nein. 4., 8., 12. 4, 8, 12, genau. Richtig. Das Upgrade auf den Koffer, das Mega. Ist genau das, was es gebraucht hat. Props an euch. Auf die Community gehört, auf die Creator gehört. Nee, Leute, come on. Was ist denn? Du kannst doch nicht, natürlich ist cool, wenn davor, oder musst da vielleicht davor anfangen zu schneiden. Was ist das denn? Du kannst doch nicht, also, dann ist es ja kein wirkliches Survival, natürlich ist noch Survival und es ändert nicht viel, aber dass sie halt 3-mal die SD-Karten abholen an einem stillen, oder einem portablen Briefkasten, das ist ja komplett Garbage nur. Das ist ja Schwachsinn, Leute. Also, nee, das finde ich komplett Bullshit. Direkt im Anschluss folgt das Sicherheitsbriefing. In mehreren Gruppen kriegen die Kandidaten unter anderem das Codesystem erklärt. Der Joe und ich, wir waren hier, haben erkundet eure Plätze und wollen euch jetzt ins Sicherheitsgerät einweisen. Alle Geräte sind satellitenabhängig. Satellitenabhängig heißt, ihr habt nicht immer Kontakt. Ja. Die Kandidaten senden morgens und abends zu einer vereinbarten Tageszeit einen Code Green. Dieser bedeutet, sie sind noch wohl auf und wollen weiter teilnehmen. Woher haben die Tageszeit? Du weißt doch gar nicht, wie viel Uhr es ist. Bei einem Code Yellow besteht ein Problem, jedoch kein Notfall. Sie möchten die Teilnahme beenden. Bei einem Code Red besteht ein akuter Notfall. Die Teilnehmer müssen unverzüglich abgeholt werden. Wenn es euch nicht so gut geht und ihr wollt nach Hause, aber ihr seid nicht verletzt, ihr sagt einfach, nee, das ist doch nichts für mich,
holt uns raus, ja, wir gehen lieber wieder ins Hotel Party und ja. Ja, online, aber trotzdem egal, ja. Ihr wart dabei, alles gut. Dann einmal mit Gelb. Ja, das heißt, euch ist nichts passiert, aber ist nichts für euch. Wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat, sendet bitte rot, also wenn es wirklich akut ist. Dann werden wir auch nicht ganz entspannt ins Boot steigen, sondern wissen wir müssen Zeit ansetzen und schnellstmöglich bei euch sein. Genau. Ihr wisst selber, ihr habt die Verträge unterschrieben. Das kann etwas dauern. Es kann dauern. Wichtig ist, grün, zweimal am Tag. Euch passiert nichts. Ja, ihr seid alle gut vorbereitet. Ob das nur durch jeden Tag sein wird, dass ihr jeden Tag den Bär sieht, das glaube ich jetzt weniger. Aber dass ihr möglicherweise auf einen stoßen könntet, die Wahrscheinlichkeit ist da. Kein Problem. Viel Erfolg, wünsche, viel Spaß. Es ist wichtig, die Sicherheitsleute zu berühren. Ja, wirklich. Okay, wirklich. Danke, ja, gut, also. Habt ihr ein gutes Gefühl raus. Macht ein gutes Gefühl. Maschine, wirklich. Die Brustmuskulatur ist mir direkt aufgefallen. Ihr macht das. Perfekte untere Brust. Ich versuche mein Bestes. Euer Mindset ist. Du machst viel näher durchs Bankdrücken. Wir sind schon im Modus. Ich bin noch nicht mal ins Feld. Du gehst nicht in die Bar. Du gehst nicht ins Fitnessstudio. Nicht ins Fitnessstudio. Du kannst die wackeln. Kannst. Ah ja, geil. Wie machst du das Fitnessstudio? Muskeln anspannen. Das kannst du genauso. Du gehst ja irgendwo hat. Da hast du ein Fitnesscenter zu Hause. Ah ja, klar. Bevor die Kandidaten endlich ihre Flasche füllen können, erfolgt wie im vergangenen Jahr ein letztes Wiegen. Gehen wir jetzt zu Tromax und Rumatra. Was geht denn jetzt? Wir müssen einmal euch wiegen kurz. Bis ich auf die keine Unterhose. Witzigerweise habe ich keine Unterhose an. Was jetzt? Hals, Maul. Ich sitze hier ohne Unterhose, ja. Das ist so krank. Du machst immer so eine Scheiße. Ich habe hier keine Unterhose mehr an. Der Typ kommt nach keine Unterhose mit. Für die drei Tage vorher. Was mache ich jetzt ohne Unterhose? Ja, damit. 79. Und das ohne Kreatin. Mit Kreatin würde ich jetzt 81 wiegen oder 82, das weißt du. Gesagt ist, mal gucken, ob es funktioniert. Und das auch gerade gegessen. Habe ich nicht. Was habe ich gegessen? Das bisschen Kohl oder was? Gucken, weiter geht's. Okay, next. Alter. Wie viel? 115.3. Das ist gut. Weil dann ist sie wahrscheinlich. Okay, dann krass. Dann stimmen wir gar nicht weiter. Dankeschön. Krass. Danke. Und viel Erfolg in der Wildnis. Was? Zu Paraplatte und. Never. Aber das sind auch keine LBS, weil dann wären es ja, also dann wäre es ja unter 60 Kilo. 115 Kilo! Wo ist die Waage? 82,5. Ja, sehr gut. Sehr geil. Error 2. Und du stehst noch nicht mal drauf. Der kam von dir noch, der Error. Ja. Glatt 147. Okay, krass. Boah, da hat da auch noch mal ein bisschen der Chinese reingehittet. Ja, ich schwöre. Okay, also, ist schon auch ich krass. Will, wenn ich rauskomme, da. Ja, sag mal. Nee. Also 10 Kilo müssen runter. Ja, 130. Minimum, what the fuck. 130. 130 wäre krass. Sollen runter. 10 Kilo? Ja, ich soll runter. Ich esse einfach nicht. Du hast ja letztes Mal bei 7 Tagen 9 Kilo verloren. Also, ja, sowas in die Richtung hätte ich auch Bock drauf. Also so 8 Kilo, 9 Kilo würde ich mich sehen. Ja. Doch, aber könnte werden. Knapp werden bei mir. Könnte knapp werden. Bro, wenn du das machst, hast du auf einmal mal. Sixpack? Mhm. Boah. So, ja. Eigentlich Affe und Hannah, weil jetzt wird noch ein letztes Mal gewogen. 53,5. Ah, aber keine offen. Anderen Werte, ne? Oder? Man ist auch da einfach dumm, wenn man nicht mit mir. Alter, 63,6, ich hab zugenommen die letzten zwei Tage. Ja, super, so wollen wir das. Ja. Oh. Es war nämlich 61. Das ist ein awkward handshake. Wir müssen euch wiegen. Jetzt. Aha, okay, wiegen. Sascha, was ist mit dir? Sexy, alles tanzt, alles laut. Dance floor. 40 Grad on the dance floor. Oh, fuck, geil. 100 Grad. Komm, bitte genau 100. Wir machen 100,3. Ah! Wow, krass, das heißt, ich gehe mit 80 Kilo raus. Das hatte ich wirklich nicht mehr seit 1900. 94. Ich weiß nicht. Ich habe 29 Kilo abgenommen, das weiß ich noch. Wie viel hast du das? 83,6. Okay. Ist gut oder ist, bist du zufrieden? Ja, na, ich habe heute noch nichts gegessen. Normalerweise Standard bei mir 84, 85. Aber jetzt viel zu wenig gegessen heute. Den ganzen anstrengenden Tag nichts getrunken.
8 Stunden. Ah, jetzt kommen die Flaschen noch. Dicker Rauch liegt in der Luft. Uff. Keine 12 Stunden vor der Aussetzung haben wir ein ernstes Problem. Aufgrund der erneut verschärften Waldbrandsituation in Kanada ist es den Kandidaten nicht mehr gestattet, wie bisher geplant, mit Hilfe einer Bushbox Feuer zu machen. Auch wenn speziell für Vancouver Island bisher die niedrigste Warnstufe gilt, eine neue Lösung muss her. Und das schnell. Jetzt passiert das Krise. Alter, krass, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Aber das ist ja wirklich eine Katastrophe. Ein Gespräch und es könnte sein, dass es abgesagt wird. Und Dominik schweißt hier weiter auf die Sachen. Freunde, der Stellen, das muss gemacht werden, ja? What the fuck? Die Flasche muss gepackt werden. Habt ihr eure Flasche fertig? Was kann ich mal anfangen? Warum soll ich anfangen? Das ist so krank. Trotzdem, wisst ihr, was wir machen? Raus. Weil man hat für 14 Tage keine Termine, man hält die Fresse, man macht keine Story und wir fliegen alle auf die Bahamas. Oh, wow. Auf Malle. Würde ich aber auch Knossi direkt gesagt, Knossi. Steht alles unter keinem roten Stern. Das kann es nicht bringen. Das ist voll Katastrophe. Ich wollte nur sagen, es sind so ungefähr 1000 Pizzen auf dem Weg hierhin. Echt, der Chef? Ja. Junge, keine Ahnung. Leo, weißt du, was du bist? Geiler Mann. Die Fireband-Situation hat sich verschärft und die Lösungsansätze sind begrenzt. Es stehen erste Ideen im Raum, die keinem wirklich gefallen. Der Survival-Spirit von Seven vs. Wild und oder die Aussetzung stehen vor dem Aus. Um eine Lösung zu finden, besprechen sich Team und Kandidaten in der Lobby. Alle ziehen eine Miene. Es sind Probleme, die gehen vorbei. Schon viele wenige Tage erlebt, aber da bist du in einer der Top 3. Jan, Alter, du machst mir fertig. Wann sind wir gebrochen? Und dann kommt die Aussetzung. Wenn alle komplett am Ende sind. Da sind wir doch schon links. Oder? Wie lange denn noch? So versteckte Kamera. Na, so versteckt ist sie gar nicht. Steckst du die drin? Für den Umgang mit Feuer gibt es unterschiedliche Tools. Unter anderem auch die sogenannte Bushbox. Diese haben wir im Vorfeld aufgrund der Fireband-Situation gewählt, um somit das Risiko für Natur und Mensch so gering wie möglich zu halten. Die Bushbox ist ein Container, der mit Brennmaterial gefüllt wird, um ein sicheres Feuer zu gewährleisten. Um den Aufwand des Feuermachens so authentisch wie möglich zu halten, aber die Gefahr für die Natur zu minimieren, ist die Bushbox ein vertrautes Hilfsmittel im Outdoor- und Survival-Bereich. Da sich die Fireband-Situation drastisch zugespitzt hat, können wir den Plan so nicht durchführen. Die Teilnehmer erfahren, wie es ursprünglich geplant war. Es gab eine Gartenbauhürde. Die gibt es seit heute Mittag nicht mehr. Eine Bushbox. Ich weiß nicht, wisst ihr alle, was eine Bushbox ist? Nee. Also, Fritz, magst du das kurz erzählen? Weil so ein kleiner Container, wo du halt Holz und reinmachen kannst, also das macht kein Feuer selbst, sondern es ist einfach nur wie eine kleine Mini-Feuerschale, sagt. Also haben wir das kontrolliert und so. Genau, und die Grundidee war halt wegen dem Feuerband zu sagen, okay, was gibt's für Möglichkeiten? So, darf jetzt sagen, wir haben gar kein Feuer, ist halt kompletter Bullshit. So, und dann haben wir halt geguckt, was gibt's für eine Lösung, der wir arbeiten können. Und viele, die halt outdoor-mäßig unterwegs sind, auch in Deutschland, nutzen halt diese Bushbox. Du musst natürlich trotzdem selber Holz sammeln, selber das Holz suchen und so weiter. War aber halt eine Möglichkeit, um zu sagen, wir können trotzdem normal Feuer machen, wir können das ausprobieren. Es ist aber ein bisschen einfach ein Safety-Aspekt gewesen. Es gibt eine Ersatzhülle und die ist sehr anti-survival-mäßig auf Gasbasis. Das ist das, was wir nicht ins Feld geführt hätten. Das ist das Einzige, was gerade auf dem Tisch liegt. Ich würde mal generell interessieren, wie die Meinung der einzelnen Leute ist bezüglich irgendeiner Gassituation. Also ich sage es ganz ehrlich, für mich ist das absolute Vollkatastrophe. Gas raus. Wir sind halt keine Touris, die das mal so machen, sondern wir sind halt große Influencer, die dann richtig Chance genommen werden. Also, ich würde es übel gerne machen, wir sind alle hier und so und ready dafür, aber das mit Gas ist irgendwie echt... Ich weiß, dass wenn wir das Ding jetzt machen und auch nur eine Gaskartusche da benutzt wird oder nicht zu sehen ist... Dann können wir es beerdigen. Dann können wir uns beerdigen, wir können die Serie beerdigen und das Ding ist komplett Fritte für alle und wir machen es lächerlich des Todes. Wir wollten euch zumindest jetzt sagen, was Phase ist. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, also eine Lösung bis geben. Es ist in der Verlosung, dass wir die Aussetzung einen Tag verschieben. Das gilt natürlich für alle gleich. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir arbeiten da fieberhafter, wir werden nicht viel schlafen. Die Situation stellt alle vor eine große Herausforderung. Wir entscheiden uns, die Sicherheitsmaßnahmen zu erweitern und erheblich zu verstärken. Neben der Bushbox erhalten alle Kandidaten Kohlebriketts. Sie entzünden mit gesammeltem Brennmaterial ein Feuer. Die Briketts helfen, die Hitze zu nutzen, jedoch die Flamme so klein wie möglich zu halten. Feuer darf zudem nur in Wassernähe gemacht werden und muss vor dem Schlafengehen gelöscht werden. Zusätzlich erhält jedes Team einen Outdoor-Feuerlöscher. 3 Tage nach der Aussetzung wurde die Feuerwarnstufe wieder runtergestuft.
Zur Sicherheit haben wir trotzdem alle Vorkehrungen beibehalten. Diese Bushbox-Geschichte ist meiner Meinung nach eine Sache, die man erklären kann, von wegen, ey, wir achten da drauf, es ist super wichtig, es kontrolliert ist, aber man muss trotzdem zündern sein, muss das Feuer suchen und so weiter. Das wäre eine Option, wo ich sage, ist völlig fein, weil du hast einfach, ich meine, ihr in eurem Vorbereitungsteam hattet halt auch einen Schaden und so weiter, das ist auch völlig fein. Das etabliert, die Bushbox ist etabliert. Das wird auf jeden Fall nicht auf eure Stresskosten weiterhin gehen, dass wir sagen, ich muss aber ganz schnell so, weil man, es gibt eine Lösung, der mit gangbar ist, die Ringe mit der Arbeit anstellen, ja? Das Racingste behind the scenes, was ihr getrieben habt. Ja, das ist spannend. Das war das Ziel, das wir hier jetzt. Eine Lösung ist gefunden. Jetzt muss nur noch die Flasche gefüllt werden. Und vor allem zugehen. Boah, krass. Also das heißt jetzt nochmal, also für meinen Kopf auch, dass die Waldbrandgefahr so groß ist, dass sie nur dieses kontrollierte Feuer in dieser Box machen dürfen. Und deswegen haben sie eine Box bekommen, die das erleichtert, aber unter den Umständen geht es halt nicht anders. Finde ich gut. Das mit dem Gasbrenner ist auch meiner Meinung nach wäre Bullshit gewesen, weil ja, ist einfach dann nicht mehr dieser krasse Survival-Gedanke mit, du hast quasi keine Gegenstände. Für so einen Outdoor-Trip, gar keine Frage, kann man hernehmen, ist gar kein Problem, aber vor allem in Deutschland, weil in Deutschland darf man eigentlich kein offenes Feuer machen und für sowas halt aber einfach nicht. Denn nur dann darf sie somit in die Wildnis genommen werden. So diese letzten 48 Stunden, wo man denkt so, ich will, dass es losgeht. Ich will in den Ring, ich will, dass die Glocke klingt, ich will, dass es angepfiffen wird. Im Endeffekt weißt du, ich habe jetzt noch 48 Stunden. So. Und wir werden noch Briefings haben und es wird jetzt noch alles vorbereitet und Kamerakit und erste Hilfe. Zeit-Totschlagen. Du bist aber eigentlich an dem Punkt, wo du sagst, komm, Zeit, vorbei, vorbei, vorbei. Du willst eigentlich noch raus. Und es wird immer schlimmer, schlimmer und schlimmer. So, es zieht so jetzt endlich, es soll endlich losgehen. Meinecke und Marin, wasserfilter, Messerdraht, Malerplane, Feuerstahl, Schleifsteine, Moskitonetz, Dynamo-Schnur, Säge und Sägeblätter, okay. Zwillengummi, Angelhaken, Blei, Angelvorfächer, Kunstköder, Stellnetze, Naturseife, Pinzette, Schmerz- und Durchfalltabletten und eine Angelsehne. Das heißt, die gehen auf Fischen als Nahrungsquelle. Nicht schlecht. Ja, hier und da sicher noch ein paar Lufträume, aber die werden mit Salz gefüllt. Genau. Na, für die ganzen Fische, die wir fangen natürlich. Naturensöhne. Wasserfiltergummis, oh, die haben viel. Stecknadeln, Pflaster, Plastiktütchen, alles zum Angeln. Mikrokord, Malierfolie, 18-in-1 Seife. Durchfalltabletten, ich finde Durchfalltabletten und Schmerztabletten tatsächlich wirklich genial. Sägeblätter, Messer und Taschenmesser, Zahnstocher, Ulti-Clip, Schleifstein, Gaffer-Tape, Zahnbürsten, Feuerzeug, Pinzette, Zwillengummi, Draht, Gewinde, Stangen, Unterlegscheiben, was? Okay, krass. Sehe ich da? Ah, doch, Messer und Taschenmesser, okay, ja. Okay, Gewinde, Stangen und Unterlegscheiben, das finde ich krass. Und wir Salz? Versuchen gerade, wirklich, das Unmögliche möglich zu machen. Noch nie so gut bepackt gehabt, so wie hier. Durchfalltabletten, Scheißerei, wunderbar. Ich stelle mich mal hier. Mein Fehler. Ich stelle mich mal hier rüber. Wasserfilter, Tabak, Moskitonetz. Alkoholtupfer, Pflaster, Rinderbrühe, Pflaster ist sogar tatsächlich echt gar nicht schlecht. Alkoholtupfer zum Desinfizieren. Handkettensäge, das ist auch smart. Angelwurfnetz, Angelnetz, Angelschnur, Draht, Angelwurfnetz auch ziemlich klug. Medikamente, Kohletabletten, Gummiringe, Feuerstahl, Wassertabletten, Messer, Angelköder, Blei, Oropax. Okay, Oropax, Feuerzeug, auch so eine Seife, Schleifstein, Zahnbissenköpfe, Gemüse, Brühe und Kaffee. Mini-Würfel, Mini-Kompass. Auch nicht schlecht, sondern zum Pfeffer. Okay, krass. Gib mir mal bitte den Magneten. Ja, du.
Du, mach mal was hier. Okay. Da drauf. Kind Gottes. Soll ich weggehen? Bleib einfach still. Ihr merkt schon an der Dynamik, warum ich das mache. Mhm. Wasserfilter, Plane, Plastiktüte mit Pflaster, Angelhaken, Angelschnur, Köder, Kondom. Ich glaube, das ist gar nicht so unklug, weil das kann man echt gut dehnen und das kann man für echt viele Sachen hernehmen. Aber das Problem ist, man kann es nicht zerreißen, zerschneiden, weil dann zerreißt es in komplett Fetzen. Da bin ich echt gespannt, wofür die sich das aufgehoben haben. Aber zum Beispiel in so einem Kondom kannst du ultra gut Wasser transportieren. Da passen bestimmt 10 Liter rein. Ich will es nicht übertreiben, aber da passen bestimmt 10 Liter rein. Krass. Speere. Okay, bin ich gefragt, wie lang die sind. Zwille, Medikamente, Gemüsebrühe. Dann nehme ich Schnur und Tarp. Tarp hat jetzt bei vielen gefehlt. Stahlrohr, Augensalbe, 18-1 Seife, Feuerstahl, Feuerzeug, Gänsäge, Handkettensäge, Zahnbürsten, Kopfklappmesser, Pinzette, Mini-Stellnetz, Swiss-Tool und Tampon mit Vaseline. Das ist natürlich für Frauen halt. Aber mit Vaseline, dafür kenne ich mich nicht aus. Ja, das, haben wir, das könnten wir ganz gut machen, dann so ein bisschen flacher. Bisschen flacher noch. Noto, das ist so Breaking Bad Drogenküche hier. Ne? Ja. Habe ich auch als erstes gedacht. Die haben nicht viel. Wassertabletten, Handkettensäge, Feuerstahl, Schnur, Angelhaken, Set, Angelschnur, Stellnetz, Hundezahnbürste. 18-in-1-Seife, Fischernetz, Zwille, Brühwürfel, Kohletabletten, Ibu, ist klug. Pflaster, Sägeblätter. Warum Sägeblätter und Handkettensäge? Das verstehe ich nicht. Messer, Klebeband, Feuerzeug, Feuerstahl, Gaffertape, Zeckenentferner, okay. Aber Moskitonetze, Plan und Kompass. Aber Zeckenentferner ist halt, da hätte ich halt einfach eine Pinzette genommen, weil die kann das genauso. Und ist, weil so ein Zeckenentferner ist so breit und eine Pinzette halt so. Und mit einem Zeckenentferner tust du, glaube ich, schwer so ein Spreißel oder so. Jetzt ist Hochdeutsch Spieß. So ein Holz, kleines Holzding halt, dass man sich irgendwo reinrammt, aus Versehen, das rauszubekommen. Ja. Schauen wir weiter. Hier sind zwei Messern extra angefertigt, die genau in der Größe von der Flasche passen. Einen besseren Gartner gibt es, glaube ich, fast nicht. Vor allem für jemanden, der überhaupt keinen Plan hat. Wasserfilter, Säge, Messer, Plane. Das ist gut. Die haben richtig gute Sachen. Wasserfilter, Säge, Messer und Säge, Messer und Plane. Mehr brauchst du nicht. Vielleicht noch Feuer. Irgendwas zum Feuer machen. Angelhaken, Schnur, Tampon. Bin ich auch gespannt. Wofür? Vielleicht zum Kleinzupfen. Zum Kleinzupfen und Feuer machen. Das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Kochschale, Rettungsdecke, Feuerzeug, Salz und Pfeffer. Tampon in Vaseline ist wahrscheinlich so eine Art Kerzenersatz. Schnur, Feuerbrikett, Feuerstahl, Feuerzeug, Schraube. Warum eine Schraube? Verstehe ich auch nicht. Gaffertape, Kugelschreiber, Papier, Sekundenkleber, Rasierklinge. Und das ist ein einfaches Messer, Korken und Kabelbinder. Korken. Kugelschreiber Papier ist auch krass. Es hat krass gepasst, wie viel Angelhaken wir dabei haben. Das große Feuerzeug. Wir haben sogar Abführtabletten dabei, weil wir Rinder essen wollen und uns davon ernähren wollen. Das kann auch nach hinten losgehen. Weil alles, was wir jetzt noch frei haben, schüppen wir schön mit Gemüsebrühe auf. Da ist die ganze Gemüsebrühe überall drin, ey. Wassertabletten, Pinzette, Plane, Bauschnur, Draht, Handkettensäge, Sägelbeton, Griff, Messer, Kochschale, Schleifstahl, Angelhaken, Angelköder, Beikugel, Feuerzeug, Feuerstahl, Schleifstein, Pflaster, Ibu, Angelschnur und Gemüsebrühe.
davon bin ich bisher am wenigsten überzeugt. Obwohl ich die Plane gut finde. Feuerzeuge und Feuerstahl, auch beides sinnvoll. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Feuerzeug natürlich ist einfach, aber Feuerstahl ist auch nicht so schwer. Man spart sich halt schon viel Platz. Also, ja. So, da kann unendlich viel rein. Geht das durch? Es kommt nicht. Nicht? So, jetzt müssen wir hier mal kurz stopp. Unser ganzer Schild wird noch Maggi riechen, weil so Folie voller Maggi ist von innen. Sogar wasserfest, das heißt, der Rick kann auch nicht spüren. Ich kann nicht mehr! Das ist ein bisschen doof, aber. Alles mit der Maggi! Scheiße, Alter. Die große Aussetzung steht bevor. Eine Woche vorher macht sich unsere Technik-Crew auf die Reise nach Hope Island, dem heiligen Austragungsort. Sehr lange Anreise. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? 26 Stunden? Ja, stark. Krass. Nach einer langen Reise beginnt endlich das Abenteuer. Aber wo und wie ist das Basiscamp entstanden? Mitten im Nirgendwo. Wir bauen eine Toilette hier im Wald auf. Haben wir auch wirklich die besten Spots ausgewählt und können die Kandidaten sicher ausgesetzt werden? Fact, wir haben seit 3 Tagen nicht geduscht. All das in Folge 5 Behind the Scenes. Crazy. Krass, also die Folge 5, gut, ist wenig Content über Seven vs. Wild, aber halt mehr Behind the Scenes, wie das Basiscamp gebaut wurde. Freue mich auch drauf, finde ich auch richtig spannend. Aber diese Folge war auch krass, vor allem mit den Flaschen, was alles in den Flaschen drin ist. Ich bin gespannt, ob das eine oder andere Team sich dazu äußern wird, warum sie manche Sachen mit reingebracht hat. Gerade so Schraube oder dieses ganze Metallzeug. I don't know. Ob Gemüsebrühe sich gelohnt hat oder ob das alles nur verdreckt. I don't know. Und alle, die keinen Tab, keine Plane in die Richtung was dabei haben, weiß ich auch nicht. Ich hätte sicher, das wäre eigentlich mein erstes gewesen, was ich am wichtigsten so finde, das reinzutun. Ja, aber das war's auch schon. Ich fand, diese Folge war bisher meine Lieblingsfolge, fand ich richtig geil. Das war wirklich eine Katastrophe, kurz vor der Aussetzung. Aber eine richtig krasse Katastrophe, die ja wirklich fast zum Abbruch geführt hätte. Absolut krass, absolut crank. Ich freue mich schon so drauf, die erste Folge endlich von Seven vs. Wild Teams zu sehen. Und hoffentlich natürlich mit euch. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.